In dieser Folge nehmen wir euch mit in den Abisko-Nationalpark und fahren anschließend von Schweden rüber nach Norwegen. Viel Spaß bei diesem Video! Wir haben sehr gut geschlafen auf diesem wunderschönen Stellplatz und heute Morgen wurden wir mit der Sonne begrüßt. Jetzt sind wir unterwegs und fahren zum Abisko-Nationalpark und hier hat sich jetzt hinter Kiruna die Landschaft total verändert. Wir haben jetzt hier eine wunderbare Bergregion, da liegt auf den Gipfeln auch noch Schnee. Wir fahren jetzt hier an traumhaften Seen und Berglandschaften vorbei. Wo sich auch die Berge im See spiegeln und haben einen blauen Himmel, also echt fantastisch. Und jetzt sind wir mal sehr gespannt auf den Abisko-Nationalpark. Die Fahrt von Kiruna aus bis in den Abisko-Nationalpark hinein beeindruckt uns wirklich sehr, weil wir einfach seit einer Woche Schweden immer nur Wald und flaches Land gesehen haben und uns nun sehr darüber freuen, auch endlich wieder große Berge vor uns zu haben und einen Weitblick zu genießen und jetzt auch einfach mal wieder eine komplett andere Landschaft zu sehen. So, wir sind jetzt am Abisko angekommen und das Parken war ein bisschen schwieriger als gedacht, aber es gibt gegenüber vom Touristenzentrum noch einen größeren Schotterparkplatz. Da war jetzt noch was frei, aber auch nicht mehr so viel. Es ist jetzt 12 Uhr mittags. Da ist hier schon gut gefüllt auf alle Fälle. Natürlich jetzt auch bei dem fantastischen Wetter. Jetzt laufen wir mal zum Touristenzentrum, gucken uns da alles an und dann laufen wir mal ein bisschen in den Park rein. So, wie ihr hinter mir sehen könnt, hier geht jetzt der Weg rein durch diese Holzkonstruktion. Und ja, die Sonne ist echt gerade sehr warm. So warm, dass man sogar im T-Shirt rumlaufen kann. Hier ist gleichzeitig der Startpunkt für den Kungsleden-Wandertrail. Der geht 400 Kilometer quer durch Schweden. Und hier an dem Eingangsbereich sind die Orte und Landschaften, die man dabei durchläuft, aufgeführt. Wir haben uns jetzt erstmal für den Canyon Trail entschieden. Den wollen wir jetzt laufen, der ist nicht allzu lang. Und danach schauen wir mal, was wir dann noch so auf Lust haben und wie viel Uhr es dann ist. Und der Weg führt jetzt hier oben am Canyon lang. Ich weiß nicht, ob man es von hier schon sehen kann gut, aber immer oben an der Kante entlang.
Nach der kleinen Wanderung fahren wir ein kleines Stück und machen dann Pause an einem wunderschönen Ort direkt an einem See und genießen hier nochmal so richtig die Sonne, bevor es dann weitergeht. Also ich möchte noch mal kurz zum Abisko sagen. Ein wirklich toller Naturpark. Wir haben die kleine Runde gemacht durch den Canyon und das war wirklich fantastisch schön. Können wir auf alle Fälle empfehlen. Da kann man natürlich auch noch mehr Zeit verbringen. Es lohnt sich sicherlich. Jetzt sind wir tatsächlich direkt nach dem Abisko schon nach Norwegen gefahren. Also hallo aus Norwegen. Wir sind direkt schon am Meer. Und fahren jetzt gleich zu einem Campingplatz. Da haben wir heute Morgen angerufen, ob die noch was frei haben. Und sie meinten, sie reservieren zwar nicht, aber es wird sicherlich was frei sein. Es wäre komisch, wenn nichts frei wäre, meinte sie am Telefon. Und da fahren wir jetzt gleich hin. Wir haben weiterhin wirklich tolles Wetter. Mal gucken, ob es die nächsten Tage so bleibt. Wäre natürlich super, weil ab morgen geht es dann auf die Lofoten. Darauf freuen wir uns auch schon sehr. Und ja, dann jetzt erstmal die ersten Eindrücke aus Norwegen. Mit dem Übertritt über die norwegische Grenze hat sich die Landschaft auch wirklich von einer Sekunde auf die nächste nochmal extrem geändert. Jetzt sind wir wirklich nur noch umgeben von hohen Bergen und es ist eine sehr beeindruckende Landschaft. Wir sind jetzt am Stellplatz für heute angekommen und zwar ist das ein Campingplatz, habe ich ja vorhin schon erzählt, den haben wir vorher schon rausgesucht gehabt und heute Morgen angerufen. Hier sind auch noch einige Plätze frei. Der kostet jetzt 30 Euro pro Nacht mit Strom, WLAN und man kann hier auch Wäsche waschen und einen Trockner gibt es auch. Das werden wir später auch nutzen und ja, also man hat hier einen tollen Blick in die Berge und hört zwar ein bisschen die Straße, aber es ist sicher heute Nacht dann deutlich ruhiger. Und jetzt genießen wir ein bisschen die Sonne und das gute Wetter. Es sind jetzt ungefähr 18 Grad und schönster blauer Himmel. Und wir haben jetzt gerade so ungefähr 18:30 Uhr ist, glaube ich.